Wir sind zurück. Willkommen zurück in meinem Gasthaus. Wie geht's euch? Du hast ja immer noch diese NPC-Sprüche auf Lager. Du musst dich nicht mehr vorstellen, weißt du? Wir wissen jetzt, dass du nicht so ein Silbskopf bist. Wer hat euch diese frohe Kunde gebracht? Wir haben diese reizende junge Dame auf dem Weg hierher getroffen. So ein Katzentröppel, kleine Naberbacke, muss wohl für einen schweigsamen großen Adoptivbruder kompensieren. Also, wisst ihr Bescheid? Über deine Geschichte mit dem Totenbeschwörer? Sigi. Aber macht alles jetzt mehr Sinn, muss ich sagen. Danke, dass ihr zurückgekommen seid. Wir haben alle mal mehr Nässe gehabt. Manche haben irgendwelche geheiratet. Andere sind vor Problemen geflohen. Wichtig ist, was du jetzt machst. Zum Beispiel, dass du uns hilfst, dein von 30 Jahren auszubilden. Hast auch schon eine Quest für uns? Gut. Ihr kämpft nicht an mir. Oh, ein Kampf? Gegen wen ziehen wir zu Felde? Die Untoten. Du weißt schon, die auf der Hauptstadt zu wanken. Und wer bin ich, ihnen das zu verleiden? Das klingt nach einem reizenden Naturspaziergang. Die gehen nicht spazieren. Die knuspern die ganze Wurzeln weg, die Hauptstadt beschützen. Das ist nicht sonderlich nett. Sag bloß. Und darum halten wir sie auf. Na gut, wirst du. Dein Umhang sind herzlich eingeladen. Und gibt auch noch mehr, die mitkommen. Scully, Una, Jade und Iniko sind auch dabei. Iniko, ich hoffe, das geht gut mit diesen chaotischen Ideen. Tut es, bis einmal. Die Hauptstadt? Nein, die ganze Welt. Vor sichere Zerstörung retten. Das klingt nach einem wahrhaft gefährlichen Unterhalt und Unterfangen. Das ist es auch. Wie ich befürchtet. Ich könnte es nicht ertragen, noch eine Person zu verlieren, die mir so nahe steht. Das kann ich nur zu gut verstehen. Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd, wenn noch nicht mal was passiert ist, mein lieber Scholli. Ach ja, das Schwert. Ist das Schwert gut geworden? Ha, das ist ein echtes Meisterwerk, wenn ich das mal so sagen darf. Tödlich, aber wunderschön. Absolut perfekt. Sers Barber hat ja echt was Feines hinterlassen. Mit dem Opal von der Griefe und die Blaupause von der Priesterin. Mein bestes Werk bisher. Mehr als genug für die Eisenherz-Trophäe. Und mit dem Drachenfeuer von unserem Elfchen ist es auch stark genug, um der Großaxt-Parodie zu bringen. Hab's Zerr schon ausgehändigt. Muss ja erstmal die Welt damit retten, bevor ich damit den Wettbewerb gewinne. Und du bist sicher, dass du das Schwert nicht selber führen willst? Nee. Ich hab genug Produkt gekämpft. Ich weiß, wie es geht. Ich bin in der Hauptstadt besser aufgehoben und Schwert in Zerrs Händen.
hat schließlich mal ihre Baba gehört. Es ist ihr Erbe. Aber es gibt noch etwas, was du für mich tun könntest. Ein letzter Ring, Sharia. Du verstehst mich, hör mal. Steht dir nach irgendetwas der Sinn? Einfach einer, der nicht mein letzter sein wird. Mach uns mal was klar, dass wir dein Gasthaus nach all dem nochmal betreten können. Dem stimme ich zu. Ich würde liebend gerne wieder hier zurückkehren, um mich mit Ria unsere Abenteuer zu entsinnen. Also gut, ich habe zwei Ideen. Ich könnte euch etwas geben, das euer Geschick und eure Intelligenz erhöht. Damit ihr sämtliche Angriffe vorhersehen und ihnen ausweichen könnt. Und für etwas Schutz durch die Drachen würde ich das mit Lotusblumen verfeinern. Das wäre ein Drink für eine eher offensive Vorgehensweise. Und der andere. Das wäre für eine etwas weniger gewalttätige Taktik. Der Drink würde euer natürliches Charisma verstärken, ebenso wie eure Verteidigung. Ich würde außerdem ein paar Honigbogen hinzufügen, um euch extra überzeugend zu machen. Brauchen sicher ein paar Kumpels unterwegs, da wird das nicht schaden. Und Verteidigung ist immer wichtig. Aber die Untoten zu kloppen hört sich nach mehr Spaß an, als sie zu beschwatzen. Bin ich gerade schrammend, ne? Oh, ich finde euch durchaus ausgesprochen charmant. Ach, das sagst du nur so. Wir haben außerdem Lady Evelyn auf unserer Seite. Sie bekommt sogar ein totes Herz wieder zum Schlagen. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Deine Hexe mischt bei uns mit. Gewiss. Das hätte ich nicht erwartet. Also geht es ihr gut? Selbstverständlich tust du das. Das ist eine Erleichterung. Habt ihr eure Differenzen beilegen können? In der Tat. Und auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist, beschreiten wir nur den Pfad. Nur der Pfad der Versuchung. Ich werde euch alles darüber erzählen, sobald wir die Welt gerettet haben. Ich verlasse mich auf euch. Schätze, so eine mächtige Vampirkäfer bei uns zu haben, könnte ganz nützlich sein. Aber wie ist es mit dem Trinkkörper? Hast du dich schon entschieden? Nee. Klingen beide gut für mich. Ich will das dich mal machen. Charme oder Gewalt, was sagst du? Mach jetzt keine Sperrenskis. Danke, das ist nur milde Bedrohung. Ich weiß nicht, wie das mit dem Charisma klappen soll, aber... Okay. Ich würde mal... Letztes Wort drin, glaube ich mal was. Ist hoffentlich nicht der letzte Drink. Eine Infusion, die Segen gibt. Das muss man nehmen. So, na dann. Hier noch ein bisschen Intelligenz. Ein bisschen Stärke. Noch ein bisschen Stärke.
Geschwindigkeit. Letztes Wort. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Wort für das Team. Ich glaube, ein eher physisches Vorgehen passt besser zu dir. Und charmant genug bist du bereits. Dachte ich es mir doch. Gleich kreist dich der Hammer. Komm nun gesund wieder. Pass auf, du klingst schon wieder wie so ein NPC. Komm, meine Puschel, Kyle. Und nimm dein Ex mit. Man sieht sich. Auf bald. Sichere Reisen. Ui, Fabe ist zurück. Im neuen Gewand. Ich bin wieder da. Und ich sehe, du hast Lin mitgebracht. Was für eine angenehme Überraschung. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wir nehmen die Schwester, falls du noch nichts gemerkt hast. Das dachte ich mir schon. Hier geht's hoffentlich nicht alleine. Natürlich nicht. Ich warte noch auf den Rest. Vri, Hex und Grace kommen mit. Wir wollten die Gruppe klein halten, weil es schwer sein könnte, dorthin zu kommen. Aber ich glaube, Serling könnte ihn auch alleine besiegen. Weiß nicht, ich funktioniere besser im Team. Ich glaube, jede Person funktioniert besser, wenn sie sich den schrecklichen Dingen nehmen, nicht alleine stellen muss. So sind die Leute nun mal, schätze ich. Nichts Philosophisches von großen Questen, bitte. Aber ich liebe Philosophieren. Wissen wir. Bist du... aufgeregt? Natürlich. Kann's kaum abwarten, dieses magische Schwert einmal einzusetzen. Und zu sehen, was für Kräfte Fabel in diesen Hörnern verbirgt. Haha, ich auch. Wir retten also wirklich die Welt, hm? Scheint so. Ich muss nur kurz ein Foto machen. Ich bin froh, dass ihr für sie kämpft. Ich auch. Hat dein neues Schwert eigentlich einen angemessenen epischen Namen? Nennen? Das habe ich Rie auch gefragt. Sie meinte, den soll ich aussuchen. Und? Den war komplett überrumpelt. Ich sagte, es ist nur ein Schwert. Also ist das jetzt sein Name. Nur ein Schwert. Sehr kreativ. Glücklicherweise bedeutet der wahre Name der Urgroßaxt übersetzt in etwa nur eine Axt. Also hat Serdin den Nagel auf den Kopf getroffen. Das wusste ich natürlich. Natürlich. Also habt ihr nur ein Schwert, ungeahnte Drachenkräfte, eine Queste, alles was noch fehlt ist, ein Trink. Ein Trink. Es wäre dumm von mir, euch wieder ohne Hilfe ziehen zu lassen. Ein wenig. Ein wenig dumm bist du manchmal schon. Glaub nicht, dass ich einfach vergessen werde, was du und dieser Quasar einmal hattet. Darüber reden wir, sobald wir hier das hier vorbei ist. Natürlich. Bist du wütend auf mich? Nein. Schätze, wir haben alle Leute, über die wir nicht gerne reden. Aber du hast recht.
Vergangenheit holt uns irgendwann ein. Egal ob Werwolf oder Totenbeschwörer. Ich kann mit der Vergangenheit umgehen, solange ihr beide versprecht, mich auch noch eine Weile heimzusuchen. Wir tun unser Bestes. Also, Fable, was soll sie dir servieren? Ich denke, ich sollte meine Stärken ausspielen, aber ich weiß nicht genau welche. Einerseits würde ich mich mehr geschickt, deutlich schneller mit dem Boden machen und flink, um es schwer zu treffen zu sein, würde auch helfen. Andererseits hat Wayne mir beigebracht, wie ich meine Musik zur Unterstützung für andere nutzen kann. Und ich glaube, eine mitreißende Rede und ein heilendes Wort könnte auch helfen. Also wäre Charisma auch eine Option. Ich überlasse dir die Wahl. Ich glaube nicht, dass es hier richtig oder falsch gibt. Ich mag beide Seiten. Gib mir einfach deinen liebsten Charisma-Drink oder deinen liebsten Geschick-Drink. Ein Lieblingstrink für meinen liebsten Kunden kommt sofort. Na, da weiß ich doch schon, welchen Drink ich für Fable mache. Also für Fable gibt's doch... Das ist doch keine Frage. Vielleicht können wir mit einer Infusion ein bisschen noch helfen. Infusion, die hier ein bisschen unterstützt. Wenn das nicht vielleicht ein bisschen Hast bringt. Das könnte gehen, aber bei egal, machen wir das dabei braucht Charisma. Dann machen wir einen typischen schnellen Schluck. Wie der in der Anleitung steht. Ohne spezielle Zutaten. Einfach ein ganz normaler schneller Schluck. Passt zur Klamotte. Kämpfen zu können, wird dir, denke ich, sehr helfen. Und Geschwindigkeit, so kannst du im Notfall immer noch rennen. Hä? Ha? Danke. Ich fühle mich schnell und breit zu kämpfen. Vielleicht komme ich sogar dazu, einige Zutaten für dich zu sammeln, wenn ich zurückkomme. Konzentriere dich darauf, zurückzukommen. Eine Queste für meine Zutatenliste kann ich danach immer noch ausschreiben. Also hat dieser Ex-Paladin irgendwelche Schwächen? Das ist seine Arroganz. Definitiv. Er kann sich nicht vorstellen, dass er verlieren könnte. Und er glaubt, dass er keine Schwächen hat. Und es wird seine Vorstellungskraft übersteigen, dass ihr auch für etwas kämpft, das euch wichtig ist. Er kämpft für etwas, das bereits tot ist. Ihr kämpft für das, was noch lebt. Macht das meiste daraus. Viel Glück. Danke. Hoffe, dir macht es nichts aus, dass wir ihm in den treten. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Das werde ich ihm persönlich sagen. Hast du etwas dagegen, wenn wir hier auf die anderen warten? Überhaupt nicht. Setzt euch, nehmt euch. Ich habe leider nichts zu knabbern da. Keine Sorge, ich habe Kekse dabei. Dann nehmt euch ein paar Kekse. Ich denke schon mal den Tisch. Warum verkaufst du keine Kekse oder so? Ich war nie besonders gut im Backen. Vielleicht solltest du...
Tat mit auf und freut euch. Der Schöne und die Muskeln sind zurückgekehrt. Eure Rettung naht. Okay, ich wollte das hier etwas peinlich machen, aber ich habe es nur noch verschlimmert. Solche Situationen müssen ein wenig peinlich sein. Tja, Gastmütung, es tut mir leid. Ist schon okay, ich verstehe es. Ich wäre auch wütend an deiner Stelle. Ich bin nur froh, dass du zurück bist. Danke, dass du mich wieder willkommen heißt. Immer. Clay, hör mal, mir tut's auch leid. Du hast uns gebraucht und wir hatten nichts zu tun. Ich musste allein sein. Danke, dass ihr immer noch so seid. Immer, Kumpel. Wie geht's dir? Nicht gut. Sie fehlt mir sehr. Mir auch. Ich weiß. Und ich fühle mich schwach und sie. Aber Dave hatte recht. Sie hätte es überhaupt nicht gebraucht, wenn sie jetzt einfach so aufgeben würden. Ich will die Welt, die sie so geliebt hat, nicht im Stich lassen. Sie müssen alles geben, um sie zu retten. Er nennt sich jetzt Neil, glaube ich. Aber du hast recht. Wir schulden es, ihr alles zu geben. Und sie verdient eindeutig das Ende, nicht zu einer Puppe von ihm zu werden. Du hast immer auf sie aufgepasst. Ich weiß, dass sie das zu schätzen wusste. Und du hast immer auf uns aufgepasst. Es tut mir leid, dass ich mit diesem Vogel so sauer geworden bin. Ich vergebe allen unser Bestes. Nein, du hast recht. Ich hätte besser aufpassen sollen. Dann geben wir jetzt gemeinsam unser Bestes. Das klingt gut. Super gemacht, ihr drei. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war sehr schwer. Aber das war es wert. Danke, dass du mich hier geschleift hast, Roy. Immer doch. Ich habe gehört, dass du auch mitkommst, Roy. Natürlich. Was sollten die anderen auch tun, wenn sie meine Präsenz und meine Illusionen nicht hätten? Oder ohne die ganzen magischen Gegenstände, die ich aus diesem Magierturm geklaut hatte? Und ich will diesem Typen die schlimmste Beleidigung, die es überhaupt gibt, an den Kopf werfen. Halt dich nicht zurück. Möchtest du einen Drink, um damit zu helfen? Na, ich komm schon klar. Ich kann es kaum erwarten, deine epische Ballade darüber zu hören. Oh, das wirst du garantiert. Könnte ich einen Drink haben? Ich glaube, ich brauche eine kleine Stärkung. Etwas Widerstandskraft vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ohne Tier schaffen sollte. Ich werde mein Bestes für etwas flüssige Unterstützung geben. Etwas mit viel Verteidigung. Na, da passt doch das Stilwasser. Haben wir noch irgendwas, was Schild verstärkt? Ein bisschen Feuerresistenz könnte sehr hilfreich sein. Warum nicht? Und Stärke.
Jetzt brauchen wir nur noch die Geschwindigkeit. Anstreichen. Es kann Elytra nicht ersetzen. Und das ist so viel Widerstand, wie ich dir geben kann. Danke. Das erinnert mich an Sie. Auf eine gute Art. Das habe ich gebraucht. Fühlst du dich etwas besser? Tatsächlich sehr. Stark. Jetzt fehlen uns nur noch die zwei Magier. Wir sollten bei Phoebe auf sie warten. Und mit Phoebes Keksen. Es gibt Kekse? Und schon ist er weg. Freut mich, dass Xion nasche Rollen dabei hat. Mich auch. Gut zu sehen, dass du okay bist. Danke. Jetzt komm, bevor wir Voice große Ansprache verpassen. Hat jemand Ansprache gesagt? Nein. Hier lang. Das wird mir fehlen. Vielleicht sollte ich anfangen, Essen anzubieten. Besser nicht. Andu würde durchdrehen. Die Stars des Abends sind endlich da. Mavoy ist bereits hier. Da können wir nicht mithalten. Ach, komm schon, ruin dir doch nicht, mein Weib. Du klingst, als hättest du viel Zeit mit Inigo verbracht. Als ob das möglich wäre. Ist Xia der Grund, warum du zu spät bist? Wir waren mit Nachforschung beschäftigt, okay. Stellt sich heraus, dass wir ein kleines Problem haben. Du meinst aus dem toten Beschwörer mit einem Gottkomplex, der die Waffe eines Gottes benutzen will, um den Tod selbst zu töten? Zusätzlich dazu, ja. Wunderbar. Und was? Kazan. Musst durch das astrale Portal im Durchbruch gehen, um zu Joa zu gelangen und dieses Apokalypse-Ding durchzuziehen. Und wir glauben, dass er dieses Portal dank dir problemlos nutzen wird. Oder zumindest was von ihr noch übrig ist. Zuerst muss er natürlich irgendwie zum Durchbruch gelangen. Als ehemalige Paladin von Cassiopeia sollte zu dem Portal zu gelangen kein Problem für ihn darstellen. Das dachten wir auch. Und da kommt unser Problem ins Spiel. Wir wissen, dass es heute Nacht versuchen wird. Wegen dem Wechsel von dem Astralen in den sterbenden Mond und so weiter. Das heißt, wir müssen sehr, sehr schnell dorthin, aber sich in das Portal zu teleportieren ist nicht gerade einfach. Die natürliche magische Strahlung dort ist eine ernstzunehmende Gefahr für Magier. Du teleportierst dich quasi garantiert in einen Baum rein. Sogar Baya kann da nicht helfen. Wir sind ziemlich ratlos. Hast du noch deinen Vorschlag? Ich bin gut darin, Dings zu teleportieren. Keine Leute. Also, leider nein. Sekunde. Ich erinnere mich daran, dass es mit der Rollstuhlfahrerin hier eine, dass bei der Treppe ein Portal gab, das sie in die Taverne gebracht hat. Dass wir hier die Diskussion hatten, dass die Taverne nicht rollstuhlgerecht wäre und das Portal, die in die Taverne transportiert hätte. Also lüge nicht, Gastwirtin. Grace, du bist ziemlich still. Hast du eine Idee? In der Tat. Hast du? Ja, aber ich wusste, dass du Nein sagen würdest. Also habe ich mich entschlossen, sie direkt ihr zu sagen. Bitte, erleuchte mich. Erinnerst du dich an diese Zauber, die Hex gefunden hat?
die war ziemlich lang. Aus Sehen bin ich. Die würde ich genau ausprobieren. Tu es nicht. Du würdest deine Seele riskieren. Ich meine den Teleportationszauber. Der dich quasi überall hin teleportieren kann. Genau den. Der dich umbringen könnte. Ich glaube, ich könnte mit ihm eine kleine Gruppe Leute mitten in die astrale See teleportieren. Irgendwo in die Nähe des Portals, sodass sie Kasano ganz einfach finden können. Das wäre großartig. Nein, das wäre es nicht. Es hast schon vergessen, dass er dich ziemlich sicher töten würde. Mit meinen Modifikatoren gibt es eine Chance von 30%, dass es gelingt. Ohne all meinen Mana. Das ist eine 70%ige Chance zu sterben. Wir haben nicht gerade viele Möglichkeiten. Das ist keine Möglichkeit. Wir finden einen anderen Weg. Mit welcher Zeit, Hexamon? Also gut, dann würde ich ihn geben. Mach dich nicht lächerlich. Du bist grauenhaft mit Teleportationssprüchen. Und der Zauber ist stabiler, wenn die Person, die ihn wirkt, zurückbleibt. Du bist viel besser am Kämpfen als ich. Sie werden dich im Durchbruch gebrauchen und... Ich will, dass du lebst. Ich werde nicht mehr am Leben sein, wenn wir ihn nicht aufhalten. Ich weiß, was ich tue. Vertraue mir einfach. Nein, ich werde nicht erlauben, dass du dich für irgendwelche heroischen Unsinn opferst. Entweder wirke ich ihn oder wir lassen es bleiben. Grace kann für sich selbst entscheiden. Und manchmal trifft sie dumme Entscheidungen. Sie wird dabei sterben und sie ist zu gut für diese Welt. Also möchtest du sie lieber zu etwas machen, das sie nicht ist? Magst du sie nicht so, wie sie jetzt ist? Ich mag sie mehr als alles andere. Das sie ist etwas Besonderes. Dann lass sie etwas Besonderes sein, Hex. Wenn wir diese Welt retten wollen, ist das unsere einzige Chance. Wieso hat diese Welt nun nicht auf ihr lebst? Hex, diese Welt, die du so fürchtest. Eine Welt ohne mich, sie wird kommen. Früh und später. Egal, was wir heute tun. Aber gerade ist sie noch nicht hier. Und du benimmst dich so, als wäre sie es. Ich habe einfach Angst, dass... Du hast so viel Angst, dass ich gehen könnte, dass du dich schon so benimmst, als wäre sie tot. Die Zeit, die uns bleibt, sie ist zu kurz. Ich weiß. Ich habe auch Angst. Und ich will nicht sterben. Aber ich kann nicht mein ganzes Leben damit vergeuden, so zu tun, als wäre ich schon tot. Du wirst viel Zeit haben, mich zu betrauen, wenn ich einmal nicht mehr bin. Und jetzt, heute, will ich, dass du mich liebst. Ich habe Angst, Grace. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll. Das wirst du dann herausfinden, Hex. Du wirst nicht allein sein, auch wenn ich nicht mehr bin. Es wird nicht dasselbe sein. Ich weiß. Aber jetzt sollten wir tun, was wir tun können, solange wir noch zusammen auf diesem Planeten sind. Wir können diese Welt retten, wenn du mich mein Leben nehmen lässt. Ich kann dich wohl nicht unter ein Glas halten, wie eine Spruchrolle. Auch wenn mir klasse Rätsel einfallen würden, um dich zu schützen. Ich würde sie im Handumdreh reinlösen. Natürlich würdest du das. Willst du das wirklich tun? Ich möchte helfen und so kann ich das. Du musst nicht. Ich möchte. Lass sie über ihr eigenes Leben entscheiden, Hex. Das hat sie verdient.
Du wirst es schaffen, okay? Versprich mir, dass du es überstehen wirst. Ich verspreche es. Dann veranstalten wir ein Teekränzchen. Ganz viel. Ich liebe dich, Gracie. Ich liebe dich auch, Hexe. Es ist gut, wenn jemand es schafft, in so mächtigen, möglicherweise verfluchten Teleportationszauber zu wirken, dann bist du das. Oder sie hier. Aber du meldest dich wohl nicht freiwillig. Wenn ich nicht den Rest des Lebens als Drinks verbringen wollt. Wenn ihr nicht den Rest eures Lebens als Drinks verbringen wollt, kann ich da nicht helfen. Doch kannst du. Dann ist es ja gut, dass du mich hast, um diesen Spruch zu wirken und dir danach Gesellschaft zu leisten. Ich werde hier bleiben, um die Stabilität des Spruchs zu gewährleisten und damit ich mein Versprechen halten kann. Das klingt gut. Brauchst du einen Drink, um dir dabei zu helfen? Nein, ich möchte mein Schicksal diesmal selbst bestimmen. Aber danke. Dann los. Bevor ich es mir noch anders überlege und dich in einen Trunk sperre. Den Versuch will ich sehen. Also gut, bist du bereit? Bereiter werde ich nicht. Sorg dafür, dass sie mir in dieser Zeit nicht umgibt. Wird gemacht. Bis bald. Darauf kannst du dich verlassen. Die anderen sehen auch schon bereit aus. Also gut jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Shit. Grace. Grace? Grace, bist du... Oh nein. Danke für deine harte Arbeit. Es war eine Freude, dich bei mir zu haben. Andu, bitte pass auf die Tür auf. Ich werde sie an einem sicheren Ort zur Ruhe betten. So kann man auch meine geheimen Räume blicken, Grace. Ich wünschte nur, du hättest anders gefragt.